Der kleine Anton war seitdem er denken kann FC Barcelona-Fan. Schon damals in der Schule zog er unzählige Male sein Barca-Trikot an und jeder Mitschüler kannte ihn als den größten Messi-Fan. Seit 2005 hat er quasi alle Barca-Spiele über 90 Minuten gesehen und somit hat er alles auch von Messi von Anfang an komplett erlebt. Es ging sogar so weit, dass er sich entschied, seinen YouTube-Kanal im Jahr 2013 zu eröffnen mit dem Namen Visca Barça, zu Deutsch Hoch lebe Barça. Jeder wusste auch auf YouTube von Anfang an über seine Barcelona-Fanliebe Bescheid. Sein Riesentraum, der noch einigermaßen greifbar für ihn war, war es, sich einmal ein Spiel im Camp Nou anzuschauen. Natürlich hat er davon geträumt, eines Tages Leo zu treffen, jedoch wusste er nie, wie er das denn schaffen kann. Doch jetzt, 9 Jahre nach seinem ersten YouTube-Video und Unterstützung seiner riesigen Community, hat er es geschafft, sein Kindheitsidol zu treffen. Heute ist der große Tag. Wir haben den 25. November, es ist 4 Uhr morgens. Ich bin am Manchester Flughafen. Ich war vor einigen Stunden noch auf dem Spiel City vs. PSG. Ich habe sehr, sehr lange überlegt, wie ich dieses Video anfangen soll. Mit welchen Worten, und ich bin einfach nur zum Schluss gekommen, dass ich einfach gar nicht nachdenken brauche, einfach nur Emotionen freien Lauf lassen, und das werde ich jetzt tun, Freunde. Ich werde heute Messi treffen. Ich habe natürlich nicht geschlafen, ich habe durchgemacht. Erstmal checken wir jetzt ein, Lego. Leute, ihr glaubt das nicht. Ich wollte diese Plastikgabel in den Müll werfen, die ich noch in der Jacke hatte. Und ich habe stattdessen meine Boardingkarte da reingeworfen. Ey, ich bin so nervös, das ist ja unfassbar. Konzentrier dich doch, Anton. Sorry, I threw my boardingcard into the rubbish. I'm sorry. I wanted to throw the fork there, you know? I confused it. Erster Adrenalintest. Bisher zittern meine Finger noch nicht. Ich gönne mir jetzt aber erstmal einen kleinen Snack. Bisschen Energie sammeln, weil sonst kann ich mich gleich überhaupt nicht mehr konzentrieren. In meinem Kulturbeutel habe ich auch schon ein Trikot mit. Ein Argentinien-Messi-Trikot, das möchte ich von Leo unterschreiben lassen. Ich dachte mir, das passt am besten, weil er auch dieses Jahr die Copa America gewonnen hat. Das hat ihm extrem viel bedeutet. Ich bin an meinem Gate. Paris, ich komme. Ey, Flugzeug, da bist du. Mach bitte kein Auge, okay? Oh. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à bord d'Air France. Madame, bonjour, Monsieur. Mich trennt ein Flug, meinen Kindheitstraum zu erfüllen. Ich glaube, jeder, der schon mal etwas von mir gehört hat, weiß, was dieser Tag für mich bedeutet. Es ist so surreal. Hey, ich kann es nicht glauben, was ich heute mache. Gelandet in Frankreich. Ey, es ist arschkalt. Ich konnte sogar einen kleinen Powernap machen im Flugzeug. Alles läuft nach Plan, ich bin nicht verspätet. Es kann eigentlich nichts mehr schief gehen, außer Leo taucht aus irgendeinem Grund einfach nicht auf. Wir nehmen jetzt ein Taxi und fahren zur Location. Vamos! Ich habe mich jetzt in ein Café gehockt. Ich bin knapp 1,5 Stunden zu früh dran. Ich warte jetzt auf den Treffpunkt. Aber jetzt kann ich euch mal erzählen, wie ich es geschafft habe, zu dieser einmaligen Möglichkeit zu kommen. Seit knapp 2 Jahren bin ich in Kontakt mit The Messi Store. Das ist die offizielle Klamottenmarke von Leo. Und ich habe immer wieder mal denen geschrieben, hey, wäre es irgendwie möglich, dass ich kurz mal für eine Minute Leo sehe. Und jetzt, knapp 2 Jahre später, ist es tatsächlich dazu gekommen, Freunde. Die machen heute ein Fotoshooting und ich bin quasi behind the scenes und bekomme im Anschluss dann meine Minute mit ihm. Ein Foto, im besten Fall noch eine Unterschrift. Ich habe auch dann eine Präsentation erstellt am Messis Management. Weil die wollten natürlich sehen, wer ist denn das, der heute dann noch kommt. So sieht das Ganze aus. Ich habe hier so eine Timeline erstellt. Damals, als ich noch nicht mal YouTube gemacht habe, so in meinem alten Kinderzimmer, da war ich so circa 12 Jahre alt. 2013 war dann der Anfang mit YouTube. Das ist quasi mein kompletter YouTube-Messi-Werdegang. So 14, wie ich in FAQs erzählt habe, dass mein Riesentraum ist, einmal ins Camp Nou zu reisen. Dann hier der erste Camp Nou-Besuch 2016. Ja, ging dann die Fanatik weiter gegenüber Leo. Also quasi meinen kompletten Journey hier denen so aufgezeigt, ne, mit immer so Zusammenfassung hier drunter. Dann die ersten Interviews mit Fußballern, mit Jerome Boateng, Griezmann, Gnabry. Also es ging immer so einen Schritt nach vorne weiter. Und natürlich auch bei PSG supporte ich ihn weiterhin. Und am Ende habe ich nochmal so eine kleine Collage angehangen. Alles, was so mit Messi zu tun hat. Hier zum Beispiel in meinem Zimmer vor dem riesen Ölgemälde. Oder hier nochmal den aufgezeigt, dass ich sogar ein Tattoo habe. Das T-Shirt ist zum Beispiel auch von The Messi Store. Und diese Bewerbung hat dann quasi Messis Management überzeugt und die haben das approved, also genehmigt, dass ich heute beim Fotoshooting dabei sein darf. Ich hoffe einfach nur, dass ich
einigermaßen einen Satz rauskriege vor ihm, dass ich keinen Herzinfarkt kriege und dass ich wirklich nicht sofort eine Heulattacke oder so bekomme. Aber ich hoffe, ich reiß mich irgendwie zusammen. So sieht das hier aus, behind the scenes. Und jetzt wartet die ganze Crew noch auf Messi und davor werde ich jetzt gleich sogar noch geshootet. Ich habe nämlich die Ehre, auch für seine Klamottenmarke quasi zu modeln und das wird dann auf der Insta-Page von The Messi Store gepostet. Sieht echt sehr, sehr clean aus, hier komplett weißer Background, dann auch diese Würfel. Ich bin so in Trance, ich kann das gar nicht realisieren. Ne? Hier ist die Garderobe, hier wird dann Leo sich umziehen nachher und alles anprobieren. Und nochmal viele coole Sachen. Oh, das Shirt sieht direkt geil aus. Oder hier einfach clean, so ein Polohemd. Oh, das sieht sehr nice aus. Mit so einem Blumenmuster. Ein paar Schuhe sind auch schon parat. Und hier noch so eine Kleiderstange. Gibt sogar Jeans und Shorts. Oh, die Jacke sieht auch sehr fresh aus. Schwarz, rot. Ich bin in der Maske. Ich bin gerade hier hergerichtet fürs Fotoshooting. Hey, hello. So Leute, ich melde mich gerade hier kurz mit einer Overvoice. Ich muss euch eine Sache verraten und zwar das Fotoshooting von mir war in Realität nach dem Treffen mit Leo. Ich habe euch das aber davor geschnitten, damit ihr einfach das Highlight nicht direkt am Anfang vom Video seht. Aber ja, hier zum Beispiel die Hose war auf ihn maßgeschneidert und ich musste nach ihm im Shooting da reinschlüpfen. Wir haben sogar die gleiche Schuhgröße, also auch die gleichen Schuhe musste ich tragen wie er. Zu funny. Und wie es das Schicksal will, passen sie mir. Sie sind nur minimal zu kurz. Das ist echt zu lustig. Ich muss mich jetzt umziehen. Ich habe gerade das zweite Outfit bekommen. Ein rotes Oberteil und darüber dann noch diese schwarz-rote Jacke. Kein Joke, auch diese Jacke hatte ich nach Messi an. Und die werde ich übrigens auch auf Instagram für euch verlosen, zusammen mit seiner Unterschrift. Professionelle Models sind hier natürlich auch am Start. Nicht solche Amateure wie ich. Das Outfit sieht richtig nice aus mit dem schwarzen Shirt, mit dem grünen Motiv und der grünen Jacke. Sehr nice. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, die ganzen neuen Pieces, die neue Kollektion. Auch die Jeans ist vom Messi Store, sogar der Gürtel. Dass ich ihn noch zu seiner aktiven Zeit treffe, das ist einfach Jackpot. Natürlich wäre es auch cool gewesen, ihn irgendwie zu treffen, wenn er 50 Jahre alt ist. Aber noch als aktiver Spieler ist das nochmal noch heftiger. Noch ein anderer Fun-Fact, die Creative Direktorin von Messi Store ist Ginny Hilfiger, das ist die Schwester von Tommy Hilfiger. So eine liebe Frau, die stylt uns hier die ganze Zeit um, korrigiert, wenn irgendwie was falsch sitzt. Verstehen wir noch nicht, was hier passiert heute. Mein letztes Outfit, bevor gleich Leo kommt. Graue Jogginghosen, hier steht auch noch Messi drauf und weiße Schuhe. Los! Ich melde mich jetzt hier mit der Overvoice. Ich wollte euch erstmal die Rohaufnahme zeigen. Ja, Freunde, ihr seht, hier waren sehr viele Menschen um uns herum. Auch der Security von Messi hier vor der Frau, die gefilmt hat. Ich durfte da jetzt nicht irgendwie mit drei Kameras auftauchen und jede Perspektive filmen und da Leo mit Mikrofon verkabeln. Aber ist egal, Hauptsache, der Moment ist drauf. Wie wir uns das erste Mal getroffen haben, wie er hier das Trikot unterschreibt, mit Signatur sogar und wie wir hier das Bild machen. Und jetzt
schaut euch nochmal die Slow-Mo an, Freunde. Leo hat mir so ein Strahlen geschenkt. Schaut euch das an, ey, so cool. Wir haben uns so tief in die Augen geguckt. Da meinte ich zu ihm so, ey Leo, seit 16 Jahren bin ich Fan von dir. Er kratzt sich so verlegen durch sein Bart, wie man ihn halt kennt, ne? Auch so ein bisschen zurückhaltend. Und dann gebe ich ihm das Argentinien-Trikot. Das hat ihn, glaube ich, auch sehr gefreut. Und dann habe ich ihm gesagt, während er es unterschreibt, ey Leo, kannst du bitte noch schreiben für Anton? Er fragt dann so nach, wie heißt es nochmal? Ich so, Anton, Anton. Und dann hat er geschrieben, für Anton, con Cariño. Also das hat er von sich selber ausgeschrieben, quasi in Liebe oder mit Vergnügen. Und dann seine Unterschrift drunter. Ey, Wahnsinn, einfach nur, ne? Hier gebe ich ihm gleich auch noch so einen kleinen Schulterklopser, nur mal kurz den Goat berühren. Naja, tut seinen Arm um mich und dann entstand das Bild. Ey Freunde, ich nehme das gerade eine Woche nach dem Treffen auf und ich kann immer noch nicht diesen Moment realisieren. Und jetzt seht ihr gleich noch eine Aufnahme, die direkt nach diesem Treffen entstand. Es ging alles so schnell, ich konnte gar nicht nachdenken, Freunde, was ich zu ihm sage. Ich habe erstmal gesagt, so Gott segne dich, weil er ist ja auch ein gläubiger Mensch. Freunde, ihr wisst, was das für mich bedeutet, dieser Moment, ne? Und ich muss mich gerade zusammenreißen, dass ich nicht hier ein paar Tränen verdrücke vor der Messi Store Crew. Schaut auf Instagram vorbei, Freunde. Lasst das meistgelikte Foto aller Zeiten von mir machen. Vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, Freunde, weil ohne euch wäre das niemals möglich gewesen. Diese ganze jahrelange Support. Vielen, vielen Dank auch nochmal Messi Store. Auch Link natürlich oben in der Videobeschreibung zu seiner Klamottenmarke. Ich hab's, Freunde. Das war der längste Journey. Ich habe so gekämpft dafür. Lasst einen Daumen nach oben da, Freunde. Lasst dieses Video komplett explodieren. Und ciao.